Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut. Endlich habe ich wieder ein Rectus Journal Video für euch. So viele haben schon danach gefragt und ich bin einfach die ganze Zeit nicht dazu gekommen, endlich mal ein Rectus Journal zu machen. Es fragen einfach super viele danach, mach bitte wieder, mach dieses Buch fertig. Ich vermisse die Videos so und ich brauche mal wieder neue Inspirationen für mach dieses Buch fertig und ich bin mal gespannt, wie viele von euch sich wirklich noch für Mach dieses Buch fertig oder Rectus Journal interessieren. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich bin einfach absolut nicht dazu gekommen. Ich habe mir heute zwei Seiten ausgesucht, die ich machen werde. Einmal werde ich eine Seite mit Karin-Markern machen, weil ich unbedingt sehen wollte, wie die Karin-Marker auf dem Rectus Journal malen. Auf der Seite steht alles vollkritzeln und ich werde auch die ganze Seite total vollkritzeln. Ich versuche diese Kristalle zu malen. Kennt ihr diese runden Kristalle, wo so ganz verschiedene Ringe drauf sind, die so ja, verschiedenfarbig sind? Meistens sind die eben türkis, pink oder orange. Also kennt ihr diese Steine? Und diese versuche ich eben nachzumalen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die Stifte sich so ein bisschen verhalten wie auf dem Aquarellpapier. Da fallen sie mir am allerbesten. Ich wollte eben, dass die Farben so ein bisschen zusammenlaufen. Das habe ich jetzt mit dem Blender eigentlich ganz gut hinbekommen. So sehen die Farben schon so ein bisschen zusammengelaufen aus, aber dafür musste ich halt echt viel mit dem Blender malen. Ich meine mit zusammenlaufen, verlaufen, also dass die Farben halt sich miteinander verlaufen. Oh mein Gott, wie sagt man das richtig? Also, dass die Farben sich eben so miteinander verbinden. Ich habe jetzt auch versucht, mit anderen Flüssigkeiten die Farben ein bisschen besser verlaufen zu lassen, aber es hat irgendwie gar nicht geklappt. Ich habe Alkohol probiert, Wasser probiert, das ging beides nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Farben gar nicht durchbluten, also auf der nächsten Seite ist eigentlich keine Farbe, außer an dieser Stelle, wo ich das Alkohol drauf gemacht habe, da hat es eben durchgeblutet. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich die nächste Seite dann wahrscheinlich eh zukleben werde. Von daher, ja, ist das eigentlich egal. Das ist ja das Schöne am Rectus Journal, dass man das halt immer so individuell gestalten kann und eben auch diese Flaws mit verschiedenen kreativen Sachen ausbessern kann. Für die nächste Seite habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Da habe ich mir nämlich so Contact Paper gekauft und kein normales Contact Paper, sondern so ein Tafelpapier sozusagen. Und dieses schneide ich jetzt einfach mal grob aus und klebe das da drauf. Dann kann man auch dieses überschüssige Papier abschneiden. Das karierte Papier, was hinten drauf ist, hat mich zur nächsten Seite inspiriert. Aber das lege ich jetzt erstmal auf die Seite. Ach ja, ich habe auf Instagram übrigens schon diese Blumenseite gezeigt. Die habe ich in Thailand gemacht. Ich verlinke euch das Video in der Infobox, falls ich nicht vergesse. Und zwar habe ich einfach in Thailand Blumen gepflückt und habe die in Heißkleber einlaminiert sozusagen. Und ich habe einfach so gehofft, dass die Blumen da innen drin nicht vergammeln und total braun werden. Und ihr seht, die Farbe ist immer noch drauf und die Seite sieht einfach immer noch genauso aus wie am Anfang. Schaut da gerne nochmal vorbei bei dem alten Rectus Journal Video. Oh mein Gott, ich vermisse Thailand so, so sehr. Ich habe so Fernweh momentan und ich bin mega traurig, dass wir in den nächsten paar Wochen einfach nicht in Urlaub gehen können. Aber ich hoffe, im Winter können wir vielleicht irgendwo hinfliegen, wo es warm ist. Das wäre richtig nice. Ich könnte jetzt auf dem Tafelpapier einfach mit Kreide drauf malen, dann würde das auch irgendwann weggehen. Aber für dieses Mal wollte ich, dass die Zeichnung permanent einfach drauf bleibt. Deshalb habe ich jetzt einfach die anderen Karin-Marker benutzt. Das sind diese Metallic-Marker. Ich habe die auch schon mal in einem Video gezeigt. Falls ihr da noch ein separates Video dazu haben wollt, wo ich ein paar DIYs damit mache, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber für heute wird es erstmal so eine wunderschöne Rose auf dieser schwarzen Seite. Das macht einfach so, so Spaß, mit denen zu malen, weil die einfach genau die gleiche Brushspitze haben wie die anderen Karin-Marker. Marker. Also sind auch die gleichen Marker, aber das ist einfach voll cool, wenn man den auf allem möglichen drauf malen kann, auf Tassen, auf
Metall auf Plastik. Das Einzige, was man dann machen müsste, ist das Ganze versiegeln mit einem Klarlack. Aber an sich ist es schon ziemlich cool, dass man mit den Stiften schon auf verschiedene Oberflächen malen kann. Und die Farben sind einfach super schön. So Metallic, Galaxy-mäßig. Und mit dem Brush kann man halt auch super gut so Handlettering machen. Das sieht einfach immer super mit denen aus. Und die haben halt auch eine richtig gute Farbabgabe. Das mag ich an den Karin-Markern am allerliebsten. Ach übrigens, Leute, es haben sich ganz viele gewünscht, dass ich mal ein Video mache mit meiner Schwester zusammen. Und ich habe mir überlegt, das kann ich auf jeden Fall mal machen. Ich kann sie natürlich nicht so zeigen. Ich werde ihr Gesicht nicht zeigen. Man wird einfach nur ihre Hände sehen und ihre Stimme hören vielleicht. Und ja, ich dachte, wir machen vielleicht irgendwas Lustiges. Wir malen irgendwas, irgendeine Challenge oder sowas. Oder ich bringe ihr Malen bei. Und ich glaube, ihre Freundin wird auch dabei sein. Oder sogar zwei Freundinnen von ihr. Das wird bestimmt echt lustig. Vielleicht habt ihr da irgendwelche coolen Ideen, die wir zusammen machen könnten. Also coole Videoideen oder so. Ab damit in die Kommentare. Seht ihr, da ist wieder dieses karierte Papier, was ich an der Tafelfolie hinten drauf hatte. Das ist mal ein Recycle-Projekt. Ich liebe Recycling-Projekte total. Ich mag das einfach total gerne, wenn man irgendwelchen Müll, den man eigentlich weggeschmissen hätte, für irgendwelche Bastelsachen verwenden kann. Und, ja, da fühlt man sich auf jeden Fall gleich besser, dass man einfach ein bisschen weniger Müll produziert hat als sonst beim Basteln. Also mal ehrlich, wir produzieren beim Basteln schon sehr viel Müll, was eigentlich nicht so gut ist für die Umwelt. Aber wenn man da ein bisschen was einsparen kann durch solche Sachen, dann finde ich es auf jeden Fall immer ziemlich nice. Das ist ja die Seite, wo es heißt, dass man ein Geheimnis in diesem Buch irgendwo verstecken soll. Und da hatte ich voll die coole Idee. Und zwar mache ich da jetzt erstmal so ein Quote rein. Und zwar, "The secret of having it all is believing you already do." Und da glaube ich auch total dran. Also ich finde, wenn man alles Mögliche haben möchte, dann muss man sich einfach nur in diesen Modus begeben, dass man es schon hat. Also dieses Gefühl fühlen, dass man es schon hat. Jetzt zum Beispiel, wenn man ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen selbstbewusster sein möchte, dann sollte man einfach so tun, als wäre man schon selbstbewusst. Dann fühlt man sich im Endeffekt auch viel selbstbewusster. Und genauso ist es halt auch mit Sachen, die man unbedingt haben möchte. Einfach die Sachen wertschätzen, die man schon hat, dann kommt man viel, viel leichter an die Dinge, die man unbedingt haben möchte. Und man fühlt sich, währenddessen man es eben noch nicht hat, viel, viel besser. Das heißt, man hat im Endeffekt alles, was man haben wollte. Also, wisst ihr, was ich meine? Also das Schöne an solchen Sprüchen, finde ich, ist ja, dass egal wer es liest, jeder würde es anders verstehen. Und deswegen muss man es auch gar nicht so genau erläutern. Für diejenigen, die nicht so gut in Englisch sind, ich übersetze es einfach mal. Das Geheimnis, alles zu haben, ist daran zu glauben, es schon längst zu haben. Also das ist der Spruch. Und die Seite ist somit natürlich noch nicht fertig. Wir müssen das Geheimnis ja natürlich noch verstecken. Und das machen wir jetzt einfach mit dem altbekannten Trick, den ich euch schon mal gezeigt habe, den ihr wahrscheinlich schon in mehreren Videos gesehen habt. Und zwar machen wir da einfach eine Rubbelseite draus. Also eine Rubbellos-Seite. Dafür laminiere ich erstmal die eine Seite komplett mit so einem Tape. Ich habe einfach so ein dickes, durchsichtiges Tape genommen. Es muss einfach sein, damit die Seite so glatt wie möglich ist. Ach ja, und dieses hammermäßige Holo-Tape habe ich übrigens von Jette bekommen. Danke dafür nochmal, falls du hier nochmal zuschaust und es siehst. Ich habe es gleich verwendet. Ich finde das so, so schön. Für die, die sich fragen, wo sie das her hat, ich glaube, sie hat es aus dem Modulleur. Ich glaube, da kriegt sie die meisten Bastelsachen her. Ich bin so traurig, dass ich auf meinem Berlin-Trip da nicht vorbeigeschaut habe. Ich wollte es unbedingt machen, aber irgendwie hat es zeitlich nicht ganz so geklappt. Ja, aber beim nächsten Mal gehe ich da auf jeden Fall mal rein. Aber ich glaube, der Laden würde mich auch sehr, sehr arm machen, weil ich alle Bastelsachen kaufen wollen würde. Um diese Rubbelfarbe herzustellen, braucht ihr einfach nur ein bisschen Spüli und Acrylfarbe. Das vermischt ihr dann so ungefähr im Verhältnis 50:50 und dann könnt ihr das Ganze mit einem normalen Pinsel auftragen. Ich würde da mehrere Schichten nehmen, weil die erste Schicht meistens nicht deckt. Also ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Acrylfarbe drauf an, aber ich habe 3 Schichten gebraucht oder sowas. Und dann muss man das echt wirklich durchtrocknen lassen. Ich habe es über Nacht trocknen lassen und dann kann man einen Teil von der Farbe abrubbeln. Also in dem Fall habe ich jetzt einfach The Secret of Having It All freigerubbelt. Und das Geheimnis ist sozusagen dann versteckt unter der Rubbelfarbe und somit ist die Aufgabe erfüllt. Also ich habe ein Geheimnis in dem Buch versteckt und das sieht man nicht auf den ersten Blick.
Nur wenn man es freirubbeln würde, aber das machen wir ja nicht. So, jetzt grüße ich noch jemand und zwar die Kaiser Goch. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Schöner Name auf jeden Fall, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe. Es tut mir leid. Auf jeden Fall bin ich total happy, dass du ein Foxy bist und danke für deine lieben Kommentare. Jo, also ich würde sagen, wir sind fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid happy, dass ich endlich mal wieder ein Rectus Journal Video gemacht habe und es kommt auf jeden Fall noch andere Rectus Journal Videos, aber mal sehen, wie lange das noch dauert. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls das Video euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, es ist kostenlos. Außerdem könnt ihr die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!